Unsere Liga Insider KI macht die Datentür auf. Let's go. Ich bin Kessem, euer Liga Insider Daten-KI-Mann. Und wenn ihr schon heiß seid, so wie ich, auf den Spieltag, lasst gerne ein Like da. Ist noch ein Klick. Noch ein Klick wäre das Abo. Macht so viel möglich für uns. Mega nice. Und damit schicke ich mal meinen ersten Daten-Pfeil raus. Und der Pfeil fliegt bis ins Ruhrstadion, da orte ich den schon. Bochum empfängt Kiel, der Aufsteiger noch ohne Punkt. Dabei machen die hier einen richtig guten Eindruck. Besonders im Bereich Tore und Großchancen. Die Kieler kreieren sich nämlich wirklich viel, knapp 3 pro Spiel, nutzen ihre Dinger aber noch nicht. Bochum lässt gerade in dem Bereich auch sehr viel zu. Die zweitmeisten Tore und Großchancen. Kiel, Fun Fact, sogar die meisten, aber da kreiert sich Bochum halt super wenig. Deswegen ist das hier eher ein Matchup für die Kieler Störche. Obacht, Holstein Kiel, der Storch, 6 meisten Tore und Großchancen kreiert. Das ist gar nicht so schlecht. Und was mir gerade bei Kiel besonders gut gefallen hat, im letzten Spiel gegen die Bayern, dass sie am Ende noch eine Bude machen, fand ich halt so geil. Das ist diese Kieler Mentalität, einfach nicht aufstecken. Auch wenn das Spiel wahrscheinlich schon gegessen war, es war gegessen, dann machen sie trotzdem hinten raus noch eine Bude. Kiel hat hier eine valide Chance gegen Bochum, besonders den Wirbelwind, den japanischen Wirbelwind. Shooter Shuto, den habe ich hier nämlich im Blick. Pro Spiel immer ein Tor oder Großchance kreiert und der könnte gegen Dreves richtig, richtig Alarm machen. Von daher, Shuto, get your A-Game ready. Der ist auf jeden Fall hier mein Mann. Wir cruisen zu Union versus TSG Hoffenheim. Ich habe hier lang in den Daten gegraben. Gar nicht so einfach, da was Cooles zu finden. Beide sehen da jetzt nämlich nicht unheimlich nice aus. Ein Pendel schlägt aber für die TSG aus und das sind die Halbfeldflanken. Die passen hier richtig gut. Union lässt die drittmeisten Halbfeldflanken zu und die TSG ist hier tatsächlich die Nummer 1. Meisten Halbfeldflanken geschlagen der Bundesliga. Ja, das ist schon richtig gut. Und aber ein Drittel kommt von einem Mann und das ist André Kramaric. Ja, das ist hier die Halbfeldflanke Kramaric, die hier reinfliegt. Ligaweit ist er da nämlich die 2. Aber, was jetzt hier aber auch richtig spannend ist, der ist noch nicht 100% gesichert, dass er spielt gegen Union. Ist noch angeschlagen, läuft er noch mit dem Pflaster durch die App. Ich sehe das Spiel so oder so schon schwer für die TSG. Und sollte Kramaric hier noch wegbrechen, dann ja, könnte das wirklich richtig, richtig schwer werden für die TSG. Die Halbfeldflanke ist auf jeden Fall blau gemarkert für Andrej Kramaric. So, wir trampen ans Millern-Tor. Ich hoffe, mich nimmt hier einer mit. Ne, mich nimmt hier keiner mit. Da muss ich halt selber mit meinem Lambo vorfahren. Alle gehen hier auf RB. Ist wahrscheinlich auch, na klar, hier das Buchmacher-Match Nummer 1 für RB Leipzig am Millern-Tor beim FC St. Pauli. Auch XD12 habe ich schon auf dem Discord gesehen. Der sagt, der Leipzig-Knoten platzt. Haushoher-Favorit, na klar. Ich spiele aber die Aber-Karte und ja, das mache ich nämlich mit Chancen nach Standards. Da ist Pauli nämlich gar nicht so verkehrt unterwegs. Die 7 der Liga und RB, aufpassen, die lassen die meisten Chancen nach Standards aktuell zu. Das sind 5 Stück. Daher, wenn St. Pauli hier eine Chance hat, dann über den ruhenden Ball. Ich habe hier den Standard-Champ Eric Smeed. Löffel dir einen rein, Junge. Löffel einen rein. Und dann ziehen wir das Ding hier gegen RB Leipzig. Den habe ich nämlich da im Blick. Und auch wenn der Tabellenplatz aktuell ja nicht wirklich vermuten lässt, dass die Kiezkicker hier also richtig gut unterwegs sind, das muss ich schon bestätigen. Also in den Daten sehen die wirklich nicht verkehrt aus, lassen da sehr wenig zu. Die Jungs müssen sich halt einfach belohnen. Deswegen, das ist mein Appell an die Kiezkicker. Und ja, das wird so oder so richtig schwer gegen RB Leipzig. Aber ihr bekommt 1 bis 2 Chancen über den Standard und dann musst du 1 machen. Möglich ist es. So, wir gehen weiter ins Weserstadion. Vielleicht der schönste Stadionweg aus der Bundesliga. Und es geht ran gegen die Bayern. Die Bremer haben letzte Saison die Bayern auch schon geärgert in der Allianz Arena. Ja, alle Bayern mögen sich da nicht gern zurückerinnern. Ich grüße da mit Mitchell Weiser ums Eck. Ich sehe in den Daten aber die Pässe ins gegnerische Drittel. Hier könnte es lichterloh brennen auf jeden Fall. Generell ist Bayern absolutes Biest in den Daten. Also sie sind fast überall die 1. Das ist unfassbar.
Wir bleiben mal bei den Pässen ins gegnerische Drittel. Da lassen nämlich die Bremer die 8 meisten zu, im Schnitt genau 34. Und die Bayern sind hier die 1. 50 Pässe gehen da pro Schnitt gerade ins letzte Drittel. Alarmstufe Rot für alle Bremer. Und ein Mann, der spielt die zweitmeisten. Und das ist King Kimmich. Ja, auf jeden Fall den auf dem Zettel haben. Fast 25 hat er schon gespielt. Also ein sehr gutes Matchup für ihn. Und den solltet ihr auf jeden Fall in eurem Kartenset unterbringen für diesen Spieltag. Und dann mein Daten-Matchup Nummer 5. Leverkusen, der Meister, empfängt hungrige Wölfe. Wolfsburg wird das super schwer haben, obviously. Also wissen wir auch alle. Und das weiß aber auch die Liga-Insider-KI. Die spuckt mir hier ein paar nice Daten aus. Ich habe nämlich einen Bereich mir explizit angeguckt. Und das sind die Dribblings in die rote Zone. Exakt. Das ist die Zone Strafraum und die enge Umgebung darum. Dribblings rote Zone, Leverkusen die 2 und Wolfsburg, alle Wolfsburger haben wir weghören. Meisten zugelassenen Dribblings in die rote Zone, die Wölfe. Ja, ja. Beziehungsweise ihr müsst ja hinhören, ihr müsst ja verteidigen. Aber das wird ganz schön schwer gegen feurige Leverkusener. Ich sag mal so, viel Spaß gegen die Tempo-Dribbler Flo Wirtz. Und ja, Freunde, der Büffel ist aufgewacht. Dribble-Boss Boniface ist nämlich da. Auf Platz 2, gerade bei den Dribblings in die rote Zone. Der Wolfsburger Strafraum, der flackert für mich jetzt schon. Und der wird am Sonntagnachmittag angezündet. Der Dribble-Boss ist unterwegs. Ja, Leute, wieder schön ein paar heiße Daten abgegriffen, dank unserer Liga-Insider-KI. An der bedient sich vielleicht heute auch der ein oder andere Podcaster im Gamechanger am Donnerstag. Packe ich euch mal in die Shownotes. Ja, es ist das Svenno-Comeback und diese Woche hatten wir noch ein Comeback. Und zwar das von Kickbase-Guide Guido. Packe ich euch mal hier rein, das Video, richtig gut gewesen. Wir haben die heißesten Mittelfeldspieler der Bundesliga aktuell gerankt. Und dann haben wir hier noch ein cooles Video gehabt von gestern, die ganze Zeit der Hot Takes. Da haben wir die Community wieder mal auf die Bühne gelassen. Richtig nice Videos. Und damit bin ich raus und wünsche euch einen schicken und sag Tschüss.